Gefangen in einer Welt zwischen Leben und Tod, der sogenannten Niemalswelt, müssen fünf Freunde denselben Tag immer wieder so lange erleben, bis sie sich entschieden haben, wer von ihnen zurück ins Leben kehrt. Sie nutzen diese Zeitschleife, um dem geheimnisvollen Tod ihres Freundes Jim vor einem Jahr auf den Grund zu gehen. Wahnsinnig spannend und fesselnd, sodass ich es in einem Stück ausgelesen habe. Niemalswelt von Marisha Pessl, erschienen im Carlsen Verlag.